Hey Leute, ich sitze gerade wieder vor meinem Rechner, gucke gerade ein bisschen meine E-Mails durch und habe wieder so eine sehr merkwürdige E-Mail bekommen. Ich zeige sie euch mal kurz. Das wäre diese hier. Irgendwie von Mastercard. Und die habe ich auf mehreren E-Mail-Adressen bekommen. Das Komische an der Sache ist, ich besitze gar keine Mastercard. Und wenn man hier draufklickt auf diese Sicherheits- und Datenschutzbedingungen oder Sicherheits- und Datenschutz, klicke ich mal an. Dann kommen wir auf dieser Seite hier raus und da kommen wir dann gleich zu einem Formular, wo wir unseren Namen, unser Datum, Kartenziffer, Limit und sowas eintragen sollen, die komplette Kreditkartennummer. Also meiner Meinung nach ist das wieder irgend so eine Aktion, um unsere Kartendaten auszuspähen. Also was ich jetzt bei sowas empfehlen würde, weil mir das jetzt gerade nur so aufgefallen ist, falls jemand wirklich eine Mastercard besitzt und auch so eine E-Mail bekommt, setzt euch doch mal einfach mit eurer Bank in Verbindung, bevor ihr hier irgendwas ausfüllt oder so. Das ist wieder so eine linke Scheiße. Ich kann nicht sagen, ob diese Seite echt ist oder nicht echt, aber allerdings schon da oben diese tja. Adresse von dieser Seite ist schon sehr, sehr merkwürdig. Sieht auch alles meiner Meinung nach nicht echt aus. Also bin der Meinung, hier sollte man auf jeden Fall nichts eintragen. Also wenn ihr auch so eine E-Mail bekommen habt, würde ich erstmal davon abraten, hier irgendwas einzutragen, weil in der Regel hat man die Mastercard ja bei irgendeiner Bank. Und wenn da was wäre, würde die Bank sich mit einem in Verbindung setzen und nicht Mastercard direkt oder irgend so eine komische, dubiose E-Mail hier. Also, tja, ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu mitteilen. Ich bin nämlich der Meinung, dass das die letzte Zeit wieder ein bisschen sehr aggressiv durchgeführt wird mit diesen Datenfischen. Und hier werden wahrscheinlich jetzt wieder bloß die Kreditkartendaten von euch abgestreamt und tja, dann benutzt, um mit denen halt zu bezahlen. Und tja, ihr seid dann die Gelackmeierten. Ja, nur so eine Info zwischendurch. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Thank you.